Hi, hier ist euer Nachkörper und wir spielen hier weiter mit Dark Souls 1. Eigentlich ist es nicht sehr lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Etwa 10 Minuten. Ich habe mich nur kurz zur Lagerfeuer gesetzt und alles hat sich resettet. Ich bin die Leute in Loot. Wir müssen da lang. Ihr trifft mich einfach von der Seite! So beginnt da neue Folge. Blöden Toten! Es regt mich langsam auf. Nee, nicht zum zweiten Mal. So, cool, dass ich dein Schild habe. Ich habe was Besseres. Ich nehme jede Seele, die ich kriege. Weil ich Idiot gelevelt habe, anstatt für die Bogen auszugeben. Scheiß verzagte Zombies! Hör doch so schnell zu bewegen! Und ihr da oben müsst auch verschwinden. So, soll ich noch gegen den Schwarzen Ritter kämpfen? Ja, komm, wir kämpfen noch gegen den Schwarzen Ritter. Dann kriegen wir den Ring, den er so beschützt. Ich hasse das so sehr! Wo ist der andere? Komm da runter. Rapunzel. Ja, schalten wir dich da unten. Oh, ich Idiot, hab bin gerannt. Dich kämpfe ich auf jeden Fall nicht hier, sondern da oben. Jetzt kann ich kommen und ich töte dich und du nicht mich. Wenn alles nach Plan läuft, habe ich gewonnen und nicht du. Aber es kann alles schief gehen, weil ich so ein Idiot bin. Schlag schon zu. Er macht einen dritten Schlag. Noch einen vierten. Toll, danke. Ich schließe die Tür wieder. Ich wollte die Tür schließen. Und er trifft mich und ich bin halb tot. Noch drei Estus-Flackungen und du nicht. Du Schwachkopf! Sperrst dich in! Ich bin tot! Ich bin sowas von tot! Hör auf, alles so zu dokumentieren! Nein, bevor er kommt. Wird er gerade wütend, weil ich gerade den Ring hole? Habe ich ihn da oben eingesperrt? Sie kommt da nicht runter.
Ja, ist ja noch da drin. Ich sehe sein Schwert da hin. Endlich habe ich ihn, endlich habe ich meinen eigenen Schwarzritter. Warte, kann ich ihn von hier aus treffen? Easy. Mir egal, wie viel Schaden ich mache. Ich werde ihn so besiegen. Nein, ich nutze nicht den Fehler von dem Spiel aus. Ey Leute, ich habe einen Trick, wie ihr den Schwarzritter besiegen könnt. Wo ist er hin? Noch ein bisschen. Dann mache ich für dich die Tür auf, wenn deine Leiche da unten liegt. So, noch ein paar Schläge. Ah, der hat mich getroffen. Hey, nur ich darf dort treffen. Nur zur Sicherheit. War doch easy, Jungs. Kein Problem. Schau, da ist niemand. Habt ihr ehrlich gedacht, dass ich da sterbe? Also, ihr seid meine Abonnenten und Zuschauer. Ihr könnt doch nicht denken, dass ich da sterbe bei einem so einen einfachen Gegner wie der. Ich habe also keinen Vorteil von dem Spiel erschaffen. Ich wusste, dass das nicht passiert. Es war nur ein Guide, wie man ihn besiegt. So, Hevel, ich habe keine Essensflocken, aber dich werde ich noch töten. Fragt sich nur wie. Kommt du erstmal nach oben? Er darf mich gar nicht treffen. Weil wenn er mich einmal trifft, bin ich K.O. Egal, ob ich Schild habe oder nicht. So. Hier ist mein... Ich nutze wieder was aus, was ich... Was das Spiel eigentlich mir nicht geben kann. Sondern er kommt hier nicht raus. Und das werde ich nutzen mit meinem langen Hellebarde. Ich habe Angst, weil ein Hit und ich bin tot. Er wird sauer.
Weil er noch wenig Leben hat. Geschafft. Und so erledigt man Havel the Rock. Bitte gebt mir was Schönes. Havel's Ring. Kann ich mir sogar anziehen. Weil das erhöht meine Belastbarkeit. Wie können wir das sehen? So. Normal habe ich jetzt 53. Wenn ich den Ring anziehe, habe ich 79,5. Blaue Tränenschleife verstärkt mein TP, wenn gering ist. Was? Meine Verteidigung, wenn es gering ist. Ja. Dann kann ich eigentlich jetzt wieder meine Rüstung anziehen und normal rumspringen wie ein Idiot. Nicht ganz. Naja. Wird aber reichen. Ich weiß, da hinten geht es in ein neues Gebiet. Das habe ich extra nicht gezeigt, weil ich will da noch nicht hin. Und das zeige ich dann euch auch noch nicht. Und da hinten ist irgendwo ein DLC, wo ich auch zum neuen Gebiet komme. Von dem DLC. Da oben ist noch was. So eine kleine Schildkröte. Was hier? Da war es eins oben. Genau dich will ich. Weil Funktintanit ist wichtig. Und das kann man damit zum Leveln benutzen. So, wir haben alles genommen, was wir nehmen können hier. Jetzt fehlt nur noch der Drachenschwert. Und dann können wir weiter zu dem Boss. Oh, Brandbombe. Danke. Wir haben jetzt 5000 Seelen. Lol. Ich korrigiere mich, wir haben jetzt 6500 Seelen. Wollte ich speichern? Speichert die automatisch. Dich habe ich nicht vergessen. Willst du mich verarschen? Ich brauche meine Waffe weg, weil ich habe außersehen mal diesen Ding getötet hab. So, gib mir jetzt deinen Bogen. Mach schon einen besseren Bogen? Nö. Dann gib mir auch noch die Pfeile. Wie viel kann ich davon holen? 117. Wird es reichen? Werden wir sehen. Kann ich davon noch ein bisschen holen? 4 Stück. Wollte mehr holen. Thank you kindly. Ciao. So, das Rest werde ich auch noch cutten beim Drachen, weil das auch ewig dort wie bei Havel. Davor werde ich erstmal speichern. Ja, ich kann es nutzen. Gut. Hab kurz nachgeschaut, ob ich den Bogen wirklich nutzen kann. Wir machen unser altes Spiel. Gehen nach oben. Sagen Hallo zum Drachen! Warte, ich habe noch nicht alle bekommen. Okay, das war's dann, glaube ich.
Rüsten unser Bogen aus. Nehmen unsere Pfeile. Machen das Ding weg. Nehmen das Pfeil. Wie zieht man nochmal? Ah. Und dann versuchen wir den Schwanz zu treffen. Wir dürfen bloß nicht daneben ziehen die ganze Zeit. Und das wird jetzt dauern, also werde ich cutten. Sag ich doch. Wir haben jetzt das Drachenschwert bekommen und der ist. Was? 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 Hä? 2000 Jahre später. Okay, mein Ding ist, wieso? Wieso ist der gestorben? Oh, Loot. Claymore. Wieso ist der gestorben? Es wurde doch rausgepischt, dass man mit Pfeil und Bogen den Drachen nicht töten kann. Man konnte nur seinen Schwanz abpacken, aber nicht den Drachen töten. Das wurde rausgepatcht. Das ging nicht. Wieso ist der gestorben? Mein epischer Fight mit dem Drachen hier. Auf der Brücke, in der Zukunft. Der ist weg. Hä? Wieso ist er tot? Natürlich kann ich nicht durch das Loch schießen. Drache ist einfach tot. Tut mir leid, dass ich gerade still bin, aber ja. Keine Ahnung. Das ist für mich voll bescheuert. Auf zu weinen. So, ich weiß nicht, was passiert ist mit dem Drachen, wieso er gestorben ist. Das wurde eigentlich rausgepatcht. Wenn man versucht hat, den Schwanz abzuhacken, konnte man nur den Schwanz abhacken, aber nicht eben wirklich mit Pfeil und Bogen töten, weil er sich mal regeneriert. Ja. Wir haben einen Zwischenboss besiegt, der ziemlich stark ist. Auf dumme Weise. Wir haben Hell besiegt auf dumme Weise. Wir haben den Schwarzritter besiegt auf dumme Weise. Ich habe irgendwie den Folgentitel jetzt.
Auf dumme Weise sterben meine Gegner. Natürlich gekürzt, aber nicht so lang. Vielleicht schreibe ich so lang. Mal schauen. Ich beende so mit meinem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu.